Jetzt geht's auf. Okay. Togo. Hallo und willkommen zurück zu der nächsten Folge von State of Decay 2. Jetzt bin ich hier mal der gemütliche Beifahrer und der Hector muss fahren. Ist ein guter Spaß. Schauen wir mal, wie das wie er fährt. Links und rechts. Nicht vergessen. Lass mich aus. Zack. Du kannst das auch machen, cool. Welle. Oh, du hast nicht getroffen. Sehr unprofessionell. Da hau den zusammen. Oh, hau mich zusammen. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Da drin ist was, ganz schön was los. Das schaut interessant da. Ich will da rein. So. Roger that. Leider ist dunkel, aber es hilft nichts. Es gibt auch Nacht. Ja, super, und Benzin darf ich wieder nehmen. Auto packt vorn. Jetzt geht wieder auf. Jetzt nix. I've cleared out the army zeds. Get that outpost up and running. You want everybody to know this is our territory. Aha, wir gehen sie mal einnehmen. Sometimes hope can pay off. Bisschen Munition. Irgendwie kennst du mal vier, weil dass du viel mehr zum Looten hast. Ja, irgendwie. Mir irgendwie ja. Is that it? Das finde ich aber echt doof. Ja, dann muss ich den ganzen Scheiß hier dran. Da ist nur eine Waffenkiste. M16. Okay, Munition. Du, der Host kann Außenposten beanspruchen. Ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz Multiplayer durchdacht. Irgendwie, ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir doch mal den anderen Modus ausprobieren, ob das da besser ist als wie da Kampagne. Es gibt ja da nur einen Modus. Hm? Vielleicht müssen wir den einmal ausprobieren. Mal testen. Ach, schon dass das Auto kaputt ist. Das war ein geiles Auto. Vielleicht kann man es richten. Wahrscheinlich nicht. Wenn wir Camp Winchester. Was lohnt? Ah, du hast schon Benzin erklärt, ich habe Munition und AR-15 heißt die da. Okay. So, das Auto ist schon wieder voll. Kruzifix, da brauchen wir noch einen Anhänger. Ja, das klar zeigt, das kann ich dann nehmen, weil ich wie viel alles rein. Ja, aber es ist ja voll. Ein Cowboy-Hut und eine Neimarkette. Ein Make-up für Wüstentorn. Alles blöd, ich hab sonst grün. Ein Funkaußenposten. Kann man hinschauen. So, den habe ich mal markiert. Hey, Container durchsuchen. Du hast noch einen Container zum Durchsuchen. Wo denn? Ich stelle den Container durchsuchen. Da, bei meinem Auto davon. Und man steht noch Container, ein Container ist noch zum Durchsuchen. Ja, das weißt du nicht, dass meiner ist. Muss man mal umschauen, wo da noch einer ist. Ah, Schließfach. Ja, man kann nicht aufgekraxeln aufs Zeug, das ist gut, wenn ein Haufen Zombies geht, man kann man sich umverstecken. Kann man da jetzt auch einen Haufen einlagern quasi. Schließfach öffnen. Ah, du hast Zugriff, glaube ich, auf unser Lager. Ja, das ist unser Lager, da können wir quasi gleich Zeit einlagern. Ja, da oben hast du noch einen Kanister. Da. Ah, da oben. Da können wir das Kreuzzeug aus dem Auto gleich einlagern. Dann gehen wir weiter von. Du hast da rum aber auch noch einen Container. Ah, noch? Ja. Okay, stimmt, blau ist ein meiner. Ja, ich hol mir das Zeug aus dem Auto. Das. Und was war drin bei mir? Munition für Dammbrust. So.
Da musst du da auch leichte nehmen. Nicht auf. Nein, eh für die Jagd. Achso, ja, passt ja. Schließfach öffnen. So, jetzt haben wir das mal was, summen. Hast du schon alles im Motto? Ja. Aber die Sacki kann man da nicht rein und da. Die großen Sacki gehen wir bis Außenposten öffnen. Ah, da kann man ausbauen. Außenposten verteidigen. Nutze die verfügbare Verteidigung, um uns zu schützen. Lass jemand anders übernehmen. Charakter wechseln. Aufwerten zu Munitionsaußenposten 2 plus Munitionseinkommen Chemie lernen. Verdoppelt die Munition, Erzeugnis des Außenpostens. Okay. Ich würde jetzt mal drauf, du verbessern wir, dann kriegen wir mehr Munition. Dann können wir da vorne quasi mehr Wissen. Munition herstellen. Achso, ist das ein Munitionsdienste? Der liefert uns Munition, ja. Okay. So, wir verbessern, also wir lassen gerade ausbauen auf Stufe 2, dann liefert er mehr Munition. So, was haben wir jetzt da nur für? Kontaktiere Philipp. Wo ist der Philipp? Ja, ich habe noch so einen Funk aus dem Turm. Ah, was markiert. Okay, wo bist du? Ah, da bist du. Bin da, geht los. Super Außenposten, wo du vorbeifahren kannst. Ja. Oh, Entschuldigung. Oh, da steht ein neues Auto. Licht. Da stehen ja 2 Autos. Oh. Können wir uns mit haben nehmen. Jetzt habe ich einen Sprit natürlich außer da, ist ja klar. Toolkit nötig. Ah, so, der, da ist der Pumpgun. Da im Kofferraum. Oh, geil, 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 danke. That's pretty heavy. Das stimmt, dann los ist er leider drin und ganze Zeug. Ja, jetzt werden Zombies beseitigt. Oh, shoot. Und die beiden voll der Pumpgun oder? Na gut, du kannst das Zeug drinnen lassen. Du kannst ja was anderes rein tun. Ich bin aufgestiegen. Ja, mit der Pumpgun hat nur 7 Schuss. Wenn wirklich Party ist, dann ist es auch wieder doof. Schwer gepackt. Achso, dabei ist es so heavy. Also, wie stellen wir das hier? Geschossdurchdringung und Zerstückelung. Deutliche Verringerung Rückstoß während des Ziehens freischalten. Nein, ist dann weniger Rückstoß. Ist nicht verkehrt. Reichst du da auf? Weil ich ja nicht rübergehe. Ich glaub dir nicht so. Aber wenn du ganz oben bist, rechte Maustasten drücken, dann kannst du die umschauen. Dann gibt es so Fragezeichen, die kannst du aufdecken, so wie letztes Mal gemacht auf dem Werbeplakat. Staffel. Ziele überprüfen. Cool. Ja, super, um für die selbst herum. Was untersuchen. Ich mag Armbrust. Ich habe mir viel wieder Daryl von Walking Dead. Ja. Öffentliche Toilette gefunden. Der die ganzen, keine Ahnung, wie viele Staffeln schon gibt, noch nie in seinem Leben duscht hat, glaube ich. Looks clear. Also da musst du noch auf, wo ich rum bin. Okay. Hast du umgeschaut? Ja. Und du hast was gesehen? Was auch an. In dem, auf öffentlichen Toiletten. In dem Lagerraum ist was drin für dich. Ich trau mich da irgendwie nicht zu der Lotte zu dir gehen. Das ist dich, Zombie. Jetzt liegst du und schaust recht weg, gell? Ja. Das haben schon gut gemacht, dass er automatisch zu der Lotte hingeht. Wo hast du gesagt, da drinnen? Ja, in dem Schuppen, ja. Sprengsatz, also Bauteile für den Sprengsatz. Nein, neben dem, außen, neben deinem Turm gleich quasi. Ach so. Ja, noch mehr Sprengsatzteile. Elektronische Komponenten halt. Oh oh, nice. Ich hab Lärm gemacht. Ich hab ein Reparaturkit. Wenn's bei.
Armbrust ist das Beste. Ich liebe Armbrust. Und Armbrust liebt mich. Ah, da rummert ist auch noch was für dich. Oh, schon wieder Lärm gemacht. Auf den Container in den Main gezogen. Aha, gut so gemacht. Da Lärm gemacht, ich hab's gehört. Ja. Ich wollte einen Stil so gemacht, jetzt gehen wir's nicht rein. Wo ist denn? Da gehen wir's. Das ist jetzt aber blöd. Oh! Da kann ich nicht rüberschießen. Gut. Ah, da ist ein Lochzaun. Also, da ist Zaun, kann man durchschießen. Oh, jetzt habe ich aufgemacht, wie weit kommt der? Ah, ja. So, dann haben wir da alles. Braucht der ein Reparaturkit oder geht der? Ich habe zufällig eins in der Tasche. Dann reparieren wir mal. Ein Toolkit. So, steht er da wie neu schon, ja? Ah. So, jetzt lade ich schnell aus und dann kassel ich noch schnell auf den blöden Turm auf. Ja? Was gibt es auf dem Außenposten, wenn man den einnimmt? Oh, der versorgt uns mit Strom. Aber der hat technische Benzinkosten. Okay. Weiß nicht, ob wir uns das leisten können. Ich sehe mich da schon runterfallen. Ja, Munition war drin, da rum. Jetzt wirklich ein Haufen Campingtoiletten da rum. Zum Arsch. Was nimmst du, den Ranger oder den Pickup? Nein, mit dem, wo wir hergefahren sind. Ja, aber nehmen wir doch gleich ein zweites mit. War blöd, wenn nicht. Nee, drum. Fahr du mit dem Ranger heim? Ja, da haben wir zwei da Ranger. Ist ganze okay. Zeit, da ist eh das ganze Zeug drin. Okay, oder haben wir noch was, wo wir hinfahren können, was auf dem Weg liegt? So, die hier waren da oben rechts, Haus des Rangers. Hinter uns Haus quasi. Des Na gut. Kommen wir da hin. Treffen wir uns dort. Jetzt hol ich noch Sprit. Ah, gut, jetzt wird schon rein. Ist der offroadfähig? Schauen wir mal. Ja, ist er gerade hinter uns. Werden wir schon schaffen bis daher. Die ausleuchten, mit zwei Autos kann man es auch viel besser beleuchten. Die ganze Scheiße da. Drin. So, da ist ein blaues Kastel. Ja. So, die Leute nur, ja, die Tiere. Sie haben es ja fies gemacht. Okay, good fun. Was haben wir da? Tüte mit Mikrowellenpopcorn. Oh, geil. This will come in handy, maybe. Tüte mit Snacks. I bet I'm not the only one. Oh, so da ist ganz viel Blau. Nothing useful here. Im Schlafzimmer haben zwei blaue. Mhm. Unterstützt Minus-Modus. Okay.
kurzärmeliges Hemd im Western-Stil. Aha, sehr schön, sehr schön. Genau das, was ich gesucht habe. No sign of a threat. Perfekt. Yeah, I got no room for that. Kein Platz. 6er, okay, muss da ausladen. Wir haben zwei Autos dabei, da werden wir den erst ein bisschen was unterkriegen. Was ich da bin. Oh, ist sogar noch Platz. Was haben wir da? Strickmütze, blau gestreift, auch geil. Steppweste schwarz, super toll. Und ein paar Standard-Ambrustbolzen. Was kann die Anspruch werden? Was bringt dieser Ort? Dieser Ort bringt Betten. Ja, wir sind vier Leute, haben plus zwei Betten. Ein Bettenwagen vielleicht gar nicht verkehrt, aber wir haben halt zwei Punkte, mit können wir sehen, nicht machen. Have all I can carry. So, na voll, auslang. Beim Schuppen ist auch noch ein Haufen draußen. Muss ich mir umparken zum Anleuchten. Wir haben vielleicht da Türen im Haus, gell? Ja, ich wusste gerade mal schauen, was passiert. Und dabei springt das gleich so elegant durch die Glasscheiben durch. Mal bestimmt noch eine. Ja, ja, schon sehr elegant. Sehr frischer. Was hat denn der Maurer das Loch gelassen? War der langweilig? Das ist ein amerikanisches Haus, die haben keinen Maurer, die haben nur Zimmerer. Ja. Baba Deckel. Ja. Da ist noch blaues Sprit, glaube ich. Kriegt auch eine Erfolge? Zu welcher Firma gehört denn die Spur eigentlich? Kriegt auch komische irgendwelche Erfolge, ploppt man bei rechts auf. Ja. Die ignoriere schon. Dann gehen wir mal in die Karre. Oder kein Stutzen. Andere Seiten ist ja wieder klar. Zwei große Karten. Ja, und es ist bloß eine. Ich glaube, da kannst du ganz schön lange nicht spielen an das Spiel. Hm? So, getankt haben wir. So, fahren wir mal ran, bringen wir bald durch, oder? No. Sehr unbequem bestimmt mit dem Seesack am Rücken da Auto zum Fahren. Du fährst in die falsche Richtung. Echt? Ja. Achtung, Außenposten. Also. Kann man voll super umfahren. Das Umfahren, das ist ganz das Gegenteil von Umfahren, gell? Ja, ja. Oh Gott, da. Mini-Horde. Hat sich wieder rausgehordet. Da waren auch ein paar Zombies rum da bei uns in der Gegend. Wahrscheinlich, wenn wir so viel Lärm machen mit den Autos. Zur Basis dran. Ja, nur ein bisschen viel davon. Oh, wir haben jetzt viel Lebensmittel. Lebensmittel nicht ausladen, mal im Auto lassen. Weil? Weil da sagt man, verlieren wir dann Lebensmittel, wenn wir es jetzt einlagen, weil wir nicht nur Platz haben zum Lagern. Okay. Ich weiß nicht, ob man das Lager ausbauen kann. Ein Packsack entnehmen, Munition sortieren, Benzinkanister aufladen, Material für Ersatzteile verschrotten. Aufwerten auf Lager 2 plus 10 Lager aller Ressourcen. Das ist jetzt gut, oder? Ist jetzt doch gar nicht schlecht. In order to expand and improve, we need more materials. What? More materials? Noch more? More. Warum bin ich schwer gepackt? Bepackt? Sind da vielleicht zwei Zeug dabei? Nein, ich bin komplett leer. Vielleicht ist dein Charakter müde. Ja, genau. Jetzt. Wie viel aber das alles ist, schnell ins Auto, Alter. So, Opa, dann holst du halt die einfach nur die Pistole, dann ist der Silence.
Der Silencer? Der Silencer? Plus 2 Munition bringen uns derzeit. Okay. Was hat die Medicine? Einen Posten können wir noch bauen. So einen Außenposten. Was hat denn unser Posten jetzt eigentlich? Baumaterial brauchen wir. Baumaterial war gut. Oder Lebensmittel. Brauchen wir die nicht mehr so. Oder ein größeres Lager war auch bestimmt geil. Wo man vielleicht mehr bauen kann. Weiß aber nicht, ob es sowas gibt. Oh, hat die Fieber, oder wie? Wer denn? Hey. Kämpf gegen die Infektion. Halte sie für fern. Oh, warte auf den Horst. Jetzt. Was denn? Ich hab nichts gemacht. Auf dem Horst habe ich was müssen. Ah, was soll er wieder gemacht, der Horst? Was soll man schön einschalten, dass nicht so einen Unterschied macht? Ich weiß nicht, wer da vor der Schreier ist und wer nicht. Oder ein Test-2-Schreier. Direkt vor unserer Basis. Oh, oh. Ich weiß schon, sieht es jetzt fast gar nicht, so wie sie gar nicht, sie kann nicht beruhigen. Das ist einfach dumm. Blutzeichenprobe hängen. Ausgeschaltet. Da müssen wir ein paar rotäugige Zombies töten für Blutzeichenproben. Was wir in der letzten Folge, wo du ja nicht dabei warst, gesagt haben, es gibt Seuchenherzen. Das ist das, wenn du auf der Map schaust, das ist was so rot markiert ist da. Aha. Da ist da hinten so ein Seuchenherz-Symbol, also so ein Tropfen Blut mit einem Totenkopf drin, das schläft jetzt noch, weil ich weiß, dass es uns gibt. Da muss man quasi hinfahren und das Seuchenherz vernichten und dann ist der Bereich frei. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob wir da schon ausgerüstet sind dafür. Da werden ein paar Zombies tot und so. Und mit 2 Autos kann man alle zusammenfahren, gell? Ey, warum schießt du auf mich? Du meinst, das geht nicht herin. Bist du meine Schwester? Ups. Wir? Ja. Cool. Hi. Hi. Hi, Süß. Ja, ich hab's länger. Meine ist länger. Das mag schon sein. Meins ist dafür leise. Und ich hab dasselbe Nummer da erinnert. mehr Bums muss machen. Das ist ein Einzellader. Unpraktisch. Okay, aber sehen wir uns in der nächsten Folge, da ich sagen, wie es weitergeht. Ich weiß auch gar nicht, was wir tun in der nächsten Folge. Oh mein Gott. Ja, bestimmt wieder plündern. Ja, irgendwas bestimmt. Ja. Das ist auch eine Rangerstation. Und ein Werkzeugschub. Bis zum nächsten Mal. Juhu. Servus. Baba.